Hallo alle zusammen. Ja, es folgt jetzt der nächste Teil des Projekts Wohnwagenreparatur unterwegs. Ich habe ja schon letztes Mal gezeigt, wie ich das Bad repariert habe. Und jetzt kommt eigentlich das größere Problem, nämlich die Reparatur unter dem Küchenblock. Ich habe jetzt schon den Kühlschrank ausgebaut und man sieht hier auch schon, die provisorischen Bleche, die ich eingebaut habe, noch auf dem Baumarktparkplatz, um das Ganze zu stabilisieren. Ich habe dann auch gleich noch hier einen Klotz reingesetzt, weil mir der Kühlschrank immer verrutscht ist. Das werde ich heute auch noch mal verbessern. Aber das Problem liegt eigentlich hier, nämlich genau da sieht man es. Der Boden ist total morsch. Das ist zum einen ein Problem, weil man, wenn ich jetzt weiter da noch graben würde, nach unten durchgucken könnte. Das viel größere Problem ist aber, dass hier vorne der Wohnwagen mit einer Schraube am Rahmen fixiert ist. Also der Aufbau, der hölzerne Aufbau ist hier am Rahmen fixiert. Und hier haben sich halt die Hölzer voneinander gelöst. Das eine, was am Rahmen ist, bleibt auch da. Der Rest geht nach oben, weil die halt nicht mehr richtig miteinander verbunden sind. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie gucken, dass ich das Holz, was noch einigermaßen tragfähig ist, mit Latten verstärke und dann diese ganze Ecke überbrücke, was eigentlich auch schon hiermit geschehen ist. Also fängt jetzt quasi gerade die Schrankwand die Last ab. Aber das Problem bleibt natürlich, dass erst irgendwo hier hinten, so in dem Bereich, wieder eine Schraube ist, die den Aufbau mit dem Rahmen verbindet. Ich hatte ein bisschen für Abhilfe gesorgt, indem ich unter dem Wohnwagen Latten unter den Unterboden geschraubt habe und die mit dem Rahmen verklemmt habe. Das hat auch ein bisschen geholfen. Das möchte ich jetzt nochmal ja, letztendlich auch noch mit Metall Bändern verstärken, beziehungsweise die Latten durch Metallbänder ersetzen, um das Ganze noch ein bisschen, ja, robuster zu machen und erst fürs Erste endgültig zu machen. Ich muss natürlich unterm Schrank da vorne diesen Teil des Unterbodens ersetzen. Aber das Problem ist halt, dass das nicht nur Holz ist, sondern dass das eine Schichtung aus Sperrholz, Styropor-Sperrholz ist und halt nur ab und zu der Styropor durch eine feste Latte ersetzt wird, da wo es mit dem Rahmen verschraubt wird, halt letztendlich so ein kleiner Gitterrahmen aus Latten, dazwischen Styropor und das Ganze zwischen Sperrholzplatten. Ich kann also hier nicht einfach eine neue Latte einsetzen, weil da war auf ursprünglich Styropor oder ist da ja auch noch, das vergammelt ja nicht. Und da ist halt nichts, woran ich das befestigen könnte. Deswegen muss ich jetzt mal gucken. Und ich habe auch keine Säge, mit der ich das rauskriegen könnte. Ich habe zwar eine Säge, um die Latten zurechtzuschneiden, aber hier aus dem Rahmen was rausschneiden, das ist eigentlich unterwegs für mich jetzt so gut wie nicht möglich. Ich habe auch keine Sperrholzplatten, womit ich das wieder dicht machen könnte. Und ich bräuchte auch Latten in genau der richtigen Stärke. Das habe ich mir bei den anderen Bodensachen auf der Kreissäge auf die richtige Stärke geschnitten. Das geht halt alles nicht. Ich muss also hier irgendwas oben drauf machen oder unten drunter. Und letztendlich den morschen Bereich des Bodens damit einklemmen. Ja, schauen wir mal, wie es wird.
So, es ist vollbracht. Ich habe jetzt so einiges verstärkt. Ich höre jetzt auf. Ich hätte zwar noch jede Menge Eisen über und könnte jetzt noch mehr reinschrauben, aber irgendwann muss es dann auch mal reichen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt hält. Ich habe es etwa so gemacht, wie es schon war. Nur ein bisschen ordentlicher, dass man es von außen auch nicht direkt sieht und das alles ein bisschen versteckt ist, wenn ich jetzt alles eingebaut habe, weil ich will mich auch nicht ständig drüber ärgern. Ja, ich zeig's mal. Also letztendlich habe ich hier die ganze Schrankecke verschraubt. Habe hier, sieht man jetzt schlecht mit dem Blech unten oben drüber. Kann es mal hier ein bisschen weiter hin zeigen. Also ich habe hier zwei Latten über Eck gesetzt, eine an der Wand und eine auf dem Boden. Und die habe ich jetzt hier mit diesen Winkelblechen verschraubt, so dass ich Wand und Boden hier neu miteinander verschraubt habe. Die haben sich ja am Rand gelöst. Also diese Latten, die gehen ganz bis vorne in die Ecke und sind auch bis vorne miteinander verschraubt. Das heißt, das soll das Ganze ein bisschen auffangen. Zusätzlich habe ich dann noch hier die Wand vom Küchenunterschrank mit dem Boden verschraubt. Das war auch vorher schon. Außerdem habe ich auch hier drin im Schrank, muss man ein bisschen Licht machen. So, da sieht man es. Habe ich auch noch ein Blech gesetzt hier. Die Schrauben sind unterm Kabel. Und ich habe auch hier die Kante, wie ich schon beim Bad gemacht habe, vom Schrank verschraubt. Und auch da hinten, da habe ich nochmal ein Blech reingesetzt. Also auch das ist jetzt alles nochmal im nicht morschen Bereich mit dem Boden verbunden. Hat natürlich nur den Zweck, hier alles zu stabilisieren. Wichtig war ja, das Ganze mit dem Rahmen nochmal zu verbinden. Und dafür gehen wir jetzt mal nach draußen. So, und da sehen wir jetzt hier, habe ich dieses Blech hier. Das ist der Träger, mit dem das vorher verbunden war. Hier sieht man die Schraube. Die reicht aber nur mal ins morsche Holz. Das heißt, die hält nicht mehr richtig. Und hier an dem Rand ist dann die Verbindung zwischen der Latte, die die Wand hier bildet, und dem Boden, was hier mit dieser Schraube befestigt ist, auseinandergegangen. Das habe ich jetzt innen, die Ecke selbst habe ich jetzt innen durch diese Lattenkonstruktion befestigt. Und das Ganze habe ich jetzt unter dem Träger hier eingeklemmt, indem ich dieses große Blech hier drunter geschraubt habe. Das ist von innen, das habe ich jetzt nicht gezeigt, ist im Küchenschrank über der morschen Stelle eine neue Latte, und diese Schrauben gehen halt in die Latte rein. Das heißt, die quetschen den Boden zwischen der Latte und diesem Blech ein, und das Ganze drückt dann hier an den Rahmen. Am Rahmen selber ist das Blech nicht verschraubt, aber eigentlich ist das ja auch nur eine Bewegung nach oben und unten. Das heißt, das sollte nicht schlimm sein, und ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, hier in den Rahmen zu schrauben. Das gleiche haben wir hier nochmal. Da war es gerade schon. Da sehen wir es. Da habe ich es genauso gemacht. Den Boden verschraubt und oben mit einer Latte gekontert, sodass die Schrauben nicht einfach nur in diese dünnen Platten reingehen, sondern wirklich in was Robustes auch. Ja, ich hoffe, das hält. Mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich werde jetzt noch meinen Kühlschrank ein bisschen besser befestigen. Da mache ich aber jetzt kein Video von. Und ja. Dann muss ich einfach hoffen, dass das den Rest der Reise hält. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, und werde jetzt einfach ein bisschen versuchen, die Schlaglöcher zu meiden.